Ein kleiner Blick über unseren rohköstlichen und veganen Adventspotluck. Also es ist nicht nur Rohkost, auch vegane Kost, also erhitzte Kost. Ich fange hier drüben links an. Das sind so süße Leckereien von Lebenskraft pur. Ganz oben ist Schokabohne, das ist so unfermentierte Kakaobohne mit Fruchtfleisch und dazu noch Schokolade mit Kokosblütenzucker. Dann getrocknete Ananas mit Schokolade und getrocknete Bananen mit Schokolade. Dann ein rohköstlicher Apfelstrudel, rohköstliche Lebkuchen, dann Brownies von Joachim oder so Energiekugeln, aber Brownie-Style, ne? So mit Mandel, Kakao, Datteln. Ja, und eine Sorte mit Karok diesmal. Ah, mit Karok. Und überall ein bisschen Kaffee. Oh, das hatte letztes Mal schon, ne? Für das Feine. Dann haben wir hier Gurkenscheiben mit Happy Cheese, griechische Kräuter und Kresse. Dann hier ein Salat mit verschiedenen Sprossen, also Spinat, also so gemischter Salat, Möhre. Blattgemüse. Und eine Soße einfach auch Dressing aus Tomaten. Tomaten und Wasser. Das sagst du, hast du gestern gesagt, das ist für dich das beste Dressing. Genau. Dann haben wir hier noch Rotkohl, Mikrogrün und hier, da hast du noch was. Cashew-Joghurt. Da hast du einfach Cashewnüsse. Cashewnüsse fermentiert und mit ein bisschen Vanille und Zimt. Also auch ein bisschen süß, könnte man so ein bisschen. Neutral. Nee, aber so ein bisschen. Säuerlich. Joghurtlich, genau. Dann haben wir hier noch einen Kartoffelsalat. Also ich sehe jetzt Kartoffeln, Paprika, Gurke. Nee, das sind Äpfel mit roter Schale, Äpfel. Radieschen und Sauerkraut und Zwiebel natürlich. Okay. Und einen Salat, auch ja, selbsterklärend sieht man auch, Chicorée ist glaube ich auch drin. Ein bisschen Chicorée, Radieschen, Möhren. Genau, Chinakohl, grüner Salat, Radieschen, Möhren mit so einem orangen Mandelölpressing. Und hier haben wir noch verschiedene Love Choc Schokolade, also auch dreierlei, eine weiße, ne, so ein bisschen. Dann hier eine Vollmilch und eine dunkle. Eine dunkle auch, die kenne ich noch gar nicht so. Und dann haben wir hier das ist vegan, keine Rohkost, das sind einfach gefüllte, gebackene Zucchini und die Füllung ist so wie Falafel mit Mungbohnensprossen. Und hier haben wir noch so eine Art selbstgemachte Cracker. Dinkelcracker. Mit einer Guacamole, also Avocado Erbsen einfach. Erbsenmole. Erbsen. Ah, das ist auch stimmt. Das ist ja auch eine interessante Möglichkeit, so einen Dip herzustellen. Dann haben wir hier noch einen rote Beete. Ja. Apfel. Apfel und dann noch Möhre. Dann entsafteter Granatapfel mit Hibiskuspulver, Aronia-Bärenpulver, also eine richtige Vitaminbombe. Etwas super. Zimt, Zitrone. Ganz erfrischend. Das ist super. Dann haben wir noch was in der Flasche, vegan. Nee, das war irgendwas vorher. Das Millets. Das wird in Leipzig hergestellt, ist ein veganer Cremelikör. Ah, okay. Mit dann, Schuss. Ja. Natürlich mit Alkohol. Ja. Dann haben wir eine Kaki, Mandarin oder Clementine und dann, was war das nochmal? Das ist Wasserkirche mit so weihnachtlichen Punsch aus Apfelsaft und Fliegensaft. Da werde ich auch. Also es ist auf alle Fälle, ihr seht, in ein interessantes Angebot, was wir heute hier so bei unserem Rohkost-Potluck stehen haben. Wir werden uns jetzt mal hier durchprobieren. In der Küche steht auch noch ein Topf mit südafrikanischem Gemüse. Ein Topf, keine Rohkost, aber vegan. Besteht einfach aus Zwiebeln, Knoblauch, Weißkohl, Möhren, Passata, Apfel-Mangosaft, dann Paprika, Erdnussmus und verschiedenste Gewürze. Koriander, Kreuzkümmel, scharfen Paprika, Curry, und ein bisschen Salz und Pfeffer. Hier gibt es noch einen Avocado-Dip mit Rohkost, verschiedenem rohen Gemüse. Das wären einmal Fenchel, Möhre und hier und da Wurzelpetersilie.